was geht? Herzlich willkommen endlich zurück zu Dragon City. Meine Stimme ist wieder im Arsch, aber ist jetzt nicht okay. Es ist nicht so schlimm. Ich grüße Chantal Keter, meine beste Freundin. Und hier seht ihr schon, ich habe den hohen Drachen gekriegt. Wir sind Platz 1. Ich werde das euch gleich auch noch zeigen. Cool, Alter. Und diesen Drachen auch und dann noch Kugeln bekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da drauf auf das Heldenrennen, sodass wir uns das jetzt... Wir können uns das nicht mal angucken. Naja, gut, okay. Ich habe hier so ein bisschen geordnet und so alles. Und hier schon mal Platz gesorgt für einige Drachen. Und die sammeln hier gerade viel, viel, viel Futter. Und ich habe hier noch Drachen. Aber eigentlich sind das nicht die Drachen, die ich jetzt eigentlich machen wollte. Platzieren wir die mal ganz kurz. Aber eigentlich wollte ich die eigentlich jetzt nicht machen. Sondern es sind andere Drachen. Sondern zum einen habe ich die... Oh, warte mal. Ach nee, Quatsch, kann ich ja halt hier herbeirufen. Da können wir jetzt ja diese beiden Drachen herbeirufen. Auch cool, da haben wir auch coole Drachen. Ich würde sagen, wir packen den hohen Drachen hier rein. Der braucht leider etwas. Und wir packen... Den habe ich auch von dem Kartenpaket geholt. War relativ eigentlich sehr günstig. Ich zeige euch vielleicht noch viel, viel mehr. Hier gibt es noch viele Angebote. Und wow, das sind sehr viele. Aber Leute... richtig cool, ich habe den hohen Drachen. Ey, wir sind richtig gut. Leider konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Aber Leute, was jetzt auch drin ist wegen Black Friday, ist der hohe Schneedrache. Er kostet 650 Edelsteine. Und dann ist er auch A+. Die Frage ist jetzt, welches Level der ist. Es ist auch egal. Auf jeden Fall, diesen Drachen kann man sich holen. Ist ja mega, mega, mega geil. So etwas gab es ja noch gar nicht bei Dragon City. Aber okay, und dann gibt es noch diesen hier, den Gauntlet-Drachen. Auch mega cool, gibt es hier viele Sachen. Einkaufswoche. Eine Woche Zeit für jede Menge mächtige Drachen. Auch mega cool. Es ist einfach so geil und diese Zuchtinsel. Oh. Ach, neue Drachen jetzt hier. Okay. Gibt es ja jetzt hier auch die Zuchtereignisinsel. Da kann man sehen, was für Drachen man braucht, um diesen Drachen zu züchten. Aber das dauert halt quasi. Super Flammendrachen und Kaugummidrache. Ja, cool, die habe ich halt alle nicht. Ich habe versucht, den einen Drachen zu züchten. Welche Drachen wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ach ja, genau, ich habe einen Drachen bekommen. Ich habe irgendwas versucht zu züchten. Habe irgendwelche Drachen genommen und habe den Vampir-Lady-Drachen bekommen. Mega cool. Ja, okay, ja, aber ich brauche echt einen richtig krassen, mächtige Drachen. Also starke Drachen, weil ich zurzeit läuft das echt nicht gut bei den Arenen. Jetzt habe ich Arena 2 geschafft, jetzt geht das wieder los mit zu schwer und sonstiges. So dass ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Ich habe hier schon Platz besorgt für einige Drachen, die ich ja bekommen habe. Ja gut, den führe ich jetzt mal auch, obwohl ich den eigentlich gar nicht machen wollte. Ja, dann. Gut, dass ich gerade reagiert habe und habe dann auch ein Screenshot gemacht von den hohen Drachen, den ich bekommen habe. Also dieses, was ihr am Anfang gesehen habt. Ich weiß nur nicht, warum das so komisch ist. Keine Ahnung. Ich habe da eigentlich noch einen Drachen, oder nicht? Ich habe genau den Raubtierdrachen, habe ich hier auch noch. Ja, ich weiß ja, spart auch Futter. Guck mal, wie viel Futter ich habe. Das müsste mindestens reichen. Und ich habe so das Gebäude eine Stufe höher gemacht, sodass ich jetzt die Drachen auf Stufe 20 machen kann. Und das werde ich halt natürlich auch machen, diesen hohen Drachen. Ist ja hier, dieses Gebäude. Da. Jetzt kann ich Stufe auf Stufe 30 und wenn ich verbessern will, brauche ich 5 Drachen. Das ist jetzt mega cool, ist jetzt viel einfacher. Und was ich natürlich auch habe, ist dieser Turm. Den habe ich auch freigeschaltet. Jetzt aktivieren wir mal. Ich habe etwas Platz hier besorgt und baue gerade die nächsten alle hoch. Die Türme. Baue gerade wieder auf. Die Türme. Sodass ich dann viel mehr machen kann hier. So, gucken wir mal diese Drachen hier rein. Die brauche ich ja jetzt nicht. Und hier auch nochmal.
So, da baue ich mir die Türme quasi wieder auf. So ist, dass ich gerade Drachen ein, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Schon ein bisschen Platz besorgt. Ja, ich würde ja gerne beschleunigen, aber guck mal, 2 Tage ist ja nicht so übertrieben wie bei Jurassic World The Game mit 16 Tagen, mit 6 Tagen oder 8 Tagen oder sonstiges. Es ist noch eine neue Insel dazugekommen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal, ich glaube eher weniger, ist eine neue Insel, wenn man die kaufen würde, aber ganz ehrlich, guck mal, ich bin ja gerade neu. Das ist ja alles dumm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die neue Insel. Und zwar ist die Plattenturminsel. Plattenturm. Plattenturm? Okay, mehr gibt's nicht. Ach, schon wieder das. Ach, das dauert ja ewig. Mann, okay. Eigentlich will ich ja jetzt gerne die Drachen zeigen, aber gut, erstmal ganz kurz durchgehen und dann können wir uns die Drachen angucken. So, wir haben einmal den Super Flammendrachen. Auch cool, den kriege ich auf jeden Fall. Den Kaugummi-Drachen. Ach so, ach, von den Event kriegt man die. Ach, cool. Alter, der sieht ja mega geil aus. Und den Neko-Drachen. Ach, wie süß. Alter, guck dir das mal an. Oh. Auch mit diesem letzten Element. Das ist auch richtig cool. Und ganz oben ist der Hasenkatapult-Drachen. Okay, gut. Sieht aus wie ein Krokodil, würde ich mal sagen. Sieht aus wie ein Krokodil. Na, Krokodil einfach und einen Hasen an den Katapult gemacht. Fertig. So, ja, also. Ja, ich versuche echt so oft wie möglich Videos hochzuladen. Ihr könntet ja. Ah ja, genau. Versuche ich echt so oft. Seit muss ich öfter viel lernen und so, aber ich versuche so oft wie es kann. Danach weiß ich nicht, wie es dann läuft. Ach ja, Leute, ich muss euch ganz kurz erwähnen. Ich muss euch ganz kurz mitteilen oder ich frage euch, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn dieses Video hochgeladen ist unter diesem Video. Könnt ihr gerne einen Namen für den hohen Drachen aussuchen? Weil es ist einfach mega cool. Es ist jetzt der erste Drache und es ist mega geil. Und ich kann ihn sogar platzieren. Das ist sogar auch mega gut, obwohl er das Urelement hat. Und ich das erst ab welchem Level kann man das eigentlich, das Urelement? Was, ab 30 oder irgendwie so ab 30? Nee, ab 36. Ab 36 kann ich erst ein Urdrachen oder beziehungsweise ein Urlebensraum kann ich quasi, oh, weiß ich nicht, ob ihr das gehört habt, es tut mir leid, ein Urelement, ein Urlebensraum platzieren. Das Gute ist, dass es jetzt nicht für den Drachen gilt, weil das wäre echt mega doof. Das wäre ja echt mega doof, Leute. Stell dir mal vor, ich könnte den Drachen nicht und müsste erst ab Level 36 sein. Das ist ja mega mies. So, guck mal, hier haben wir jetzt den, und dann mache ich es auch mal so, dann habe ich direkt den Drachen und dann können wir schon weitermachen. Wir machen auch gleich Kämpfe, keine Sorge. Das Problem ist allerdings leider, dass ich halt auch den Drachen, den hohen Drachen nicht in die Arena einsetzen kann. Weil da steht keine hohen Drachen einsetzen. Nee, also kann ich den schon mal da vergessen. Aber bei den anderen, wie zum Beispiel bei den Liga-Kämpfen, da kann ich den einsetzen. Da läuft es dann bestimmt besser. Und ich werde ihn auch auf Level 20 füttern, weil er ist einfach mega, mega geil und stark. Und ich meine, er ist ein hoher Drache. Er ist einfach mega. Okay, dann hole ich mir jetzt diesen Drachen. Es müsste reichen. Komm, bitte 2. Jawohl, das ist ja wohl perfekt. Dann holen wir uns einen Teil von den. Das läuft ja hier echt schnell. Ich meine, so schnell war ich noch nie. Okay, dann gucke ich mir ganz kurz, wie ich laufen muss. Nee, das ist natürlich jetzt doof. Okay, ja gut. Gut, dann, ach, guck mal, hier habe ich schon oft den, ja gut, aber ich kann das auch verbessern, aber, ja gut. Wir warten jetzt erstmal. Wieso habe ich das eigentlich, ach so, ich bin gerade etwas manchmal verwirrt. Hier kommt der hohe Drache hin. Ich habe schon für ihren Platz besorgt. Hier kommt der hohe Drache hin, weil der einmal die Elemente, also, das erste Element habe ich schon mal gar nicht, also kann ich keinen Lebensraum platzieren. Und er hat, glaube ich, auch Licht, wenn ich das so weiter weiß. Kann ich auch nicht machen. Ich habe da noch keinen, ne? Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal an, was es hier so gibt. Es gibt einen Kernel-Quest. Da kann man kann man Kugeln für diesen Drachen. Ich bin bei Phase, ja gut.
Werde ich bestimmt nicht schaffen, aber wir können das wenigstens machen. Nee, ich will keinen anderen Drachen. Ich will den selben Drachen. Oh, da bin ich echt gespannt, diesen Drachen mit euch anzugucken. Allerdings dauert das jetzt leider etwas, aber guck mal, es ist eigentlich okay, so lange dauert das jetzt eigentlich nicht, das geht alles. Ich will das jetzt nicht beschleunigen, weil das ist echt mega viel. Und oh, ups, auszusehen, was Falsches eingesetzt, aber macht nichts, mein Saphir-Drache ist stark, meine schon auf A. Schon fast auf A+. Ja, dieses eine Quest kann ich immer noch nicht machen, ich brauche einen Drachen mit Flamme? Nee, mit Feuer und Eis. Eigentlich habe ich doch einen. Wieso kann ich den nicht einsetzen? Wir gucken gleich mal, oder? Ja, diesen Drachen würde ich auch gerne haben, aber den habe ich nicht. Ja, dieses Ding einfach nicht. Mann, das ist so mies. Boah, Alter, 300. Boah, da können wir wieder was machen. Da können wir wieder drehen. Wir können wieder drehen. Oder sogar zweimal drehen. Dann mache ich jetzt immer wieder dran. Ich finde das doof mit dem einen Schritt. Das finde ich echt doof. Da kommen wir nicht so weit. Kommen wir jetzt 3. Super. Das ist ja perfekt. Das läuft ja super. Da kommen wir hier auch echt voran. Dann hole ich mir den Kaugummi-Drachen. Gut. Ja, eigentlich war es das jetzt so technischerweise. Also, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Siehst du, sag ich ja. Guck mal, was soll denn das bitte? Ein legendärer Drache, den habe ich ja nicht mal. Oh, was soll ich denn da jetzt einsetzen? Oder ein Drache mit Reihen habe ich auch nicht mal. Würde das kritisch abziehen. Warte mal, wie viel Leben hat der? 19. Ich würde fast sagen, meinen Saberi-Drache einzusetzen. Ja, würde ich fast sagen, weil der ist eigentlich am stärksten. Also, tut mir leid. YouTube-Nachricht. So, dann würde ich den hier einsetzen und da brauchen etwas mit Dunkel oder was mit. Genau, würde ich das so sagen. Das ist echt mies. Vor allem die erste Arena, also Teil 1, ist halt quasi das. Ne. Ja, diesen Kampf können wir schon mal quasi abschminken. Oh, das ist ja nicht doof. Was soll denn das bitte? Ach komm, können die bitte was Leichteres machen? Ich finde das doof. Ich finde das echt mega doof, vor allen Dingen, wenn man halt nicht so. Guck dir das jetzt mal an. Jetzt war noch ein Reihendrachen, alles klar. Oh, echt, also bitte. Ach so, jetzt habe ich ja leider. Ach, Mist. Den wollte ich ja gar nicht einsetzen. Oh, ich krieg echt die Krise, Mann. Toll, hoffentlich schaffen wir mal irgendwas hier. Es geht schon wieder los mit nicht geschafft. Und die dürfen immer anfangen. Das ist immer dasselbe. Fast jeder Kampf dürfen die immer anfangen. Ich finde das mies. Guck mal, der ist schon wieder down. Guck mal, Alter, den schaffe ich doch nicht mal. Was soll denn das bitte? Das ist doof. Ich finde das doof. Also Leute, ich finde das kacke. Schon wieder Kampf nicht gewonnen. Ich finde das doof. Wieso bei Terra 2 denn so gemies? So mies einfach. Toll, jetzt haben wir. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen leichtere Gegner. Und jetzt haben wir unsere besten Drachen schon. Sind schon nicht mal da. So, dann machen wir das mal. Dann brauchen wir etwas mit. Elektro. Da muss ich fast den hier einsetzen. Und irgendwie jetzt. Also ich finde das doof, Leute. Bei euch ist vielleicht so, ja, ihr habt vielleicht krasse, starke Drachen. Aber ich habe halt nicht so starke Drachen. Und dann kommen so blöde, richtig miese Gegner. Also ich finde das doof, Leute. Also ich finde, dass sie das besser machen sollten. Gut, wenigstens schaffen wir, glaube ich, mal diesen Kampf irgendwie. Ja, komm, wir schaffen den Kampf. Hoffentlich. Nee, der macht nicht so viel Schaden. Der macht ja nicht so viel Schaden und ne. Nee, super toll. Oh Mann, ey, das ist echt doof, Leute. Vor allen Dingen bei Tiere 1 war das halt so. Das ging super schnell durch. So zack, 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 zack. Und auf einmal bläh, wieder, weißt du, wieder so krrr, wieder runter. Ich finde das mega doof. Ich finde, dass die das besser macht. Vor allen Dingen,
Ich kann den hohen Drachen dann auch nicht einsetzen. Geht ja nicht. Das steht ja da. Regeln keine hohen Drachen. Echt? Ja gut, ich krieg vielleicht die anderen Drachen. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir diesen Kampf irgendwie mal schaffen. Jetzt setzt er das noch ein. Ich glaub's nicht. Mann! Jetzt macht er das noch. Jetzt haben wir noch diesen Drachen übrig. Okay, gut, das schafft er ja, ne? Das schafft er ja. Okay, aber er kann zweimal kritisch abziehen. Das würde es halt... Oh, okay. Oh, wenigstens sagen wir danke. Danke, Frost, Biest, Drache. Und guck mal, was jetzt wieder kommt. Das da. Es kommt wieder das. Ja. Vielen Dank. Das werde ich auch mit Sicherheit jetzt nicht machen, weil ganz ehrlich, das werde ich sowieso nicht schaffen. Kann man eigentlich... Ah, nee, kann man gar nicht, ne? Kann man gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Ligakämpfe. Ich setze jedes Mal fast zurück, da weil die einfach viel zu schwer sind. Oder weil man falsche Drachen eingesetzt hat. Wie sieht es mit den anderen Gegnern aus? Okay, ja gut. Das geht ja noch. Also dieser Drache wird das vielleicht noch überleben, den nächsten. Oder nicht? Na, was haben wir diesen? Okay. Ach komm, Severidrache, was ist denn los? Der macht immer sonst richtig viel Schaden. Irgendwas mit 5000 oder so. Leute, das sieht gar nicht gut aus. Nein! Weißt du was, ich mach das einfach so. Ich will jetzt nicht den Trailer angucken, weil ich kann ihn irgendwie nicht mehr rausschneiden. Geht irgendwie nicht mehr. Irgendwas will das nicht. Vielleicht sollte ich meinen anderen Drachen einsetzen. Vielleicht aber auch nicht schlecht. Jetzt kommt dann noch dieser Drache. Okay, was haben wir eigentlich als nächstes? Ja gut, geht ja noch. Ja gut, geht ja noch. Er kann mich nicht kritisch abziehen. Zieht zwar schon viel ab, aber komm, mach diesen Drachen. Mach den Aktivitäten. Ja, mach diesen Drachen. Ja gut. So, dann machen wir das. Sag nochmal hier und dann macht er... Ja, okay, schade. Ich dachte, er macht Licht. Das ist nämlich lustig. Bitte zieh mich nicht kriegen. Nein, bitte nicht. Nein, hör auf damit. Lass das. Er sieht ja, der sieht der mich auch noch. Ja. Und da kann ich auch nicht das machen. Kann ich wohl. Ich will das ja eigentlich nicht. Eigentlich lohnt sich das ja gar nicht, ne? Oder vielleicht doch? Oh, doch. Hat sich da doch gelohnt. Ja, perfekt. Eigentlich will ich das ja gar nicht mit den Dings machen. Aber ich will ja den Schweller nicht reinhaben. Ja, also. Nö. Was ist das denn jetzt für ein Drache? Bitte, jetzt kommt doch noch ein legendären was ist nicht was Drache. Toll. Da fühlt man sich ja richtig super. Gut, okay. Jetzt macht er diesen Drachen. Gut, das ist richtig gut. Wir können kritisch abziehen. Leider schafft er das nicht. Leider schafft er das nicht. Alter. Okay, zack und dann zack. Cool, wir können auch kritisch abziehen. Aber ich glaube, er auch, oder? Nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht. Das ist perfekt für uns. Zack. Und dann nochmal Blitz. Und zack, weg ist er. Ja. Ich weiß, dass ihr vielleicht nicht Jurassic World sehen wollt oder so. Aber sonst ist das halt... Also, sonst will ich... Sonst kommt da vielleicht noch viel seltener. Kann ich eigentlich... Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht zwei machen, ne? Schade. Ja, eigentlich sonst war es das jetzt. Guck mal, ich zeige euch mal unseren. Ja, ich finde echt, ihr habt alle super gearbeitet. Wir haben alle ihn bekommen. Ich bin mega stolz auf euch. Ich bin echt überrascht, dass wir es geschafft haben. Auch wenn wir ganz neu sind, also ganz neu. Unsere Allianz. Ich bin mega stolz auf euch. Vielen Dank, dass ihr mitgeholfen habt. Und guck mal hier, hier machen ja richtig viele mit, bis auf die. Ich find's mega. Ich bin mega stolz auf euch. Ich brauche eigentlich nicht mehr sagen. Ich find's einfach nur super, dass ihr mitgeholfen habt und dass wir so schnell durchgekommen sind und dass wir auch alle den hohen Drachen gekriegt haben. Und dann werde ich den auf jeden Fall in der nächsten, Folge werde ich wahrscheinlich nicht sein. Aber wahrscheinlich in einer Folge wird er vorkommen und dann schauen wir uns doch genau an. Und dann werden wir ihn auch auf Level 20 füttern.
Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!